Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategieticker des Frankfurter Börsenbriefs. Heute am Freitag, den 21.03.2014. Ganz nach Frühlingsanfang ist heute auch dem Markt zumute. Hat heute nochmal ein gutes Stück zugelegt. 9.356 Punkte aktuell. Ich kann mir inzwischen schon wieder vorstellen, dass meine Zielmarke für die technische Gegenbewegung in Richtung 9.500 jetzt doch wieder in den Blick kommt. Denn gestern hat es für mich so ausgesehen, als ob wir bei 9.300 abbremsen und uns dann in die nächste Abwärtsphase begeben. Aber das ist ein Markt, in dem man eigentlich nur Geld verlieren kann. Wir haben ein entsprechendes Limit gesetzt für einen DAX-Put, denn grundsätzlich ist die Tendenz ja abwärts gerichtet. Jetzt ist nur die Frage, wie weit geht die Gegenbewegung. Gestern sah es so aus, als ob wir abkippen würden. Heute kamen wieder neue Kaufaufträge hinein. Allerdings auf der anderen Seite ist der Markt in Asien nach wie vor relativ schwach. Der Yuan hat heute wieder eingebüßt und insofern muss man das alles mit Vorsicht genießen. Es kann jeden Tag zu dieser Trendwende kommen. Wo lässt sich heute Geld verdienen? Für meine Begriffe sollten Sie sich mal die Semantik anschauen. Semantik hat sich in den letzten Monaten einen sehr negativen Ruf erarbeitet. Semantik kennen Sie vielleicht als Privatnutzer von der Norton Sicherheitssoftware, die Ihren Computer schützen soll. Und davon hat Semantic eine ganze Reihe von Produkten im Köcher. Allerdings traten da, und das ist für so einen Hersteller ja relativ peinlich, immer mehr Sicherheitslücken auf bei den verschiedenen Produkten. Und es musste ständig nachgebessert werden. Und gerade von einer Software, von der man sich Sicherheit verspricht, sollten solche Lücken eigentlich nicht auftreten. Das hat Vertrauen gekostet. Der auf Abonnements basierte Dienst hat im letzten Quartal zum Dezember hin 5% seines Umsatzes verloren. Es werden immer mehr Kunden zu Alternativanbietern gelenkt, aber der neue Chef oder der bisherige Chef Steve Bennett, dem ist diesbezüglich nicht viel eingefallen. Er hat weiter Kosten gespart, statt das Problem bei der Wurzel zu packen. Immerhin konnte der Gewinn um 31% gesteigert werden durch diese Kostensenkungsmaßnahmen. Aber das ist natürlich auf die Dauer keine Perspektive für einen Hersteller von Sicherheitssoftware. Jetzt wurde dieser Steve Bennett gefeuert und es soll nach einem neuen Chef gesucht werden, der das Unternehmen wieder neu aufstellt, der solche Peinlichkeiten in Zukunft vermeidet. Und damit ist natürlich Hoffnung für die Börse verbunden für einen Turnaround. Und dem gebe ich zumindest mal für einige Wochen, bis der neue Chef vorgestellt wird und danach auch die ersten Wochen, eine recht gute Chance. Also Semantic, schauen Sie sich mal an, hier für meine Begriffe eine gute Turnaround-Chance. Das waren die Hinweise für diese Woche. Vielen, vielen Dank für Ihr Interesse. Am Montag melde ich mich wieder mit den neuesten Hinweisen. Bis dahin, ein erholsames Wochenende, alles Gute. Ihr Bernhard Klenzing.